Da sind wir auch schon wieder und ihr seht, ich habe es einfach nur aufbauen lassen, denn ich dachte mir, komm, das machen wir doch. Wie beim Let's Play, nicht so viele, Offline-Arbeiten, die Schmelze, beziehungsweise die Erzanlage hat schon genug Offline hinter sich. Deswegen, ach komm, jetzt ist echt hier, blöde Kacke. Dann verlängern wir das. Da verlängern wir. Da habe ich gar keinen Schmerz. Wir müssen eh gucken, müssen wir allgemein, glaube ich, verlängern, weil wir ja auch noch andere Sachen hier haben wollen. Oh, ich muss aufpassen. Okay, weiter darf ich nicht. Gut. Wobei, man kann die Kreuzung auch jederzeit versetzen. Ist auch kein Problem. Ich habe Kreuzung. Ich bin versetzt. Ich fühle mit dir, Cody. So. Sauerstoff wird also hier angeliefert. Jetzt müssen wir natürlich auch noch den Feststoff anliefern lassen. Die Sachen brauchen wir nicht. Und hier noch ein bisschen Strom hin. Du meintest, wir produzieren provisorisch die MK3er Substations? Richtig? Habe ich, glaube ich, irgendwo mal angeknipst. Okay, dann fordere ich einfach mal welche an und gucke, ob da was kommt. Was brauchen denn die Vierer? Oh, was? Nitinolplatte. Okay. Ja, haben wir noch nicht. Alles klar. Kriege ich was? Auf dem Weg eine. Achso, ich bin ja nicht im. Ich bin ja nicht im System drin. Scheiße. Wo hast denn du die hingesetzt? Ah, ich hab sie. Das jetzt noch sagst, dann. Also. Ich hab sie. Oh, MK3 Roboports sind da auch. Die schnapp ich mir auch gerade mal. Ersetz mal. Ja, stimmt, genau. MK3 Roboports haben wir übrigens auch. Ja, da setze ich gerade mal ein paar Roboports. Wäre vielleicht hier oben nicht schlecht, wo eh. Eine ganze Weile her, dass ich die gesetzt habe. Oh, immer wieder mal einen ersetzen. Ja, hat was gebracht, sonst würden die Drohnen jetzt nicht auf einmal wieder abgehen. Ja, die haben schon richtig ordentlich mehr Platz. Weiter auseinanderstellen. Ja gut, ich ersetze gerade einfach nur meine, deswegen. Ja, mit dem Mark II würde ich hier zwischen meinen Anlagen nicht zurechtkommen. Nur mit dem Mark III kann ich die so in der Abnehmer. Ah, okay. Ich habe die relativ willkürlich gesetzt. Oh, guck mal, hier kommt ja schon der erste Sauerstoff. Mach das bei mir halt hübsch. So, wir reißen mal die Schiene ab, damit alle Sauerstoffzüge da sind, weil wir müssen die eh um ein Feld verlängern. Dann ziehen wir ganz schön viel Sauerstoff. Wird lustig auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir kappen mal, weil wir haben jetzt hier eh, wir schalten mal den auf manuell eben um, dass der hier bleibt. Rein theoretisch können wir das hier auch, oh je, bis das leer ist, das dauert eine Weile. Wie machen wir das? Also den hinteren Teil können wir definitiv abreißen. So viel reißen wir mal ab. Den Rest lassen wir die Drohnen machen. Zack. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier aufbauen. Ja, selber Sklaventreiber. Du bist hier der Sklaventreiber. Was? Ich? Ja. Kann nicht sein. So, im Endeffekt, wir könnten diesen Aufbau hier klauen. Der gefällt mir eigentlich relativ gut. Oder wir nehmen den hier. Hat diesen schönen Charme. Sieht auch nicht schlecht aus. Mal eine technische Frage. Eine optische Frage. Cody? Ja? Guck mal bitte zu Kristallpostensäure an. Das ist ganz unten links mein neuester Außenposten. Ja. Da haben wir im Livestream zwei verschiedene Arten von Schlacke-Verarbeitung aufgebaut. Wenn du dich dran erinnerst. Wenn du den Bahnhof findest, da wo ich bin, nur. Bahnhof habe ich schon gefunden, aber ich erinnere mich nicht dran. Okay, achso, okay, macht nichts. Das drüber, über den Bahnhof, da wird er die Schlacke gerade verarbeitet. Welche der zwei Anlagen, dieser zwei unterschiedlichen Anlagen, findest du besser? Die in der Mitte oder die links und rechts? Hm.
Dim, 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 Beide dim, was für dim, sich. dim, dim, dim. Oder soll ich einfach das so übernehmen? Das sieht doch eigentlich so relativ cool aus irgendwie. Soll ich es eins zu eins so übernehmen? Kann ich natürlich auch machen. Ach komm, dann. Den Zuschauern zuliebe, dann, wir haben es ja für alle Zuschauer so gemacht. Dann kommt, dann mache ich es einfach so. Dann nehme ich einfach alle drei. Muss nur gucken. Weil ich kann nicht alle drei nehmen. Ich muss erstmal eine nehmen und die aufbauen, sonst geht das nicht. Ah, und. Warte mal, wie läuft denn das hier? Wo ist denn das? Ach, das läuft hier außen rum. Jetzt gucke ich mal eben, was wäre am elegantesten vom Platz her? Wäre egal, glaube ich. Wir könnten auch, ja, wir werden den Anschluss einfach versetzen. Das ist kein Problem. Wir nehmen mal eine Anlage und modifizieren das Ganze dann, und zwar hier. Wir setzen das so hin. Nehmen das hier weg, nehmen das hier weg. Ach stimmt, wir können es auch einfach drehen. Nee, wir machen es schon so. Zack, zack und zack. Das Ganze natürlich wie immer hier rein. So. Ich hoffe, ich bringe jetzt hier nichts durcheinander. So, das geht deutlich schneller, wenn wir jetzt hier hochgehen und einfach das kopieren. So. Mal schauen. Wahrscheinlich meine Anlage schluckt gerade immer noch die ganzen Module, hoffe ich. Sechs Module hat's. Dann nehmen wir einfach die Vierer-Module. Da hat's 200. Geht auch schnell. So. Dann arbeiten wir mit den Vierern. Ist auch okay. So. Wir brauchen Rohre, wie es aussieht. Da fehlt uns ein bisschen was. Das ist aber auch kein Problem. Brumi hat ja 5 Millionen Rohre ungefähr. Wobei, wenn ich ins Inventar gucke, habe ich noch Rohre. Dann kommen irgendwelche Drohnen von irgendwo her und wollen sie setzen. Ja, da kommen sie schon. Sehr gut. Okay, jetzt brauchen wir noch den Schwefel. Den Schwefel liefern wir hier an, wie man sieht. Da werden wir dann versuchen, hier drinnen einen Bahnhof zu setzen. Das heißt, ach, ich mag die Anlage mehr. Komm, wir setzen es jetzt dreimal dahin. Dann kriege ich die Symmetrie auch wieder hin. Dann kommt das hier hin und hier hin. Dann müssen wir schauen. Wir kommen mit der Höhe hier an und mit dem kommen wir, hops, kommen wir, na, kommen wir hier an. Ich weiß, die Fließbänder sind falsch rum. Was sie? Ja, die Fließbänder sind falsch rum, danke. Habe ich recht, Gudi? Wollte eigentlich nur helfen. Ja. So, einmal so rum. Das passt. Haben uns doch mal eins vertan. Ja, wir haben uns das vertan und das hier vertan. So, das geht so rum, das geht so rum, das geht so rum und das geht so rum. Perfekt. So. Das setze ich mal eben so hin. Halt, Quatsch, eins zu weit. Ja. Ah, dann können wir auch die perf Oh, perfekt. Die können wir auch so hinsetzen. Ist auch kein Problem so gesehen. Ich merke gerade nur, dass mir wahrscheinlich gleich die Tunnel ausgehen. Bahnhof wollen wir hier hinsetzen. Das heißt, wir wollen gar nicht so weit weg, glaube ich. Ja, da gehen uns die Tunnel aus, sage ich ja. Tunnels, Tunnels, Tunnels. Ah, das sind nämlich. Weißt du was?
was mich die Tunnels erinnern, meine Güte, da kommen jetzt richtig alte Erinnerungen hoch von alten Let's Plays. Da gab's euch noch gar nicht. Ich habe jetzt eher gerade dieses mit dem eine Insel. Wie kommst du da mit Tunnels drauf? Das muss ich gerade überlegen. Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Ja, okay. Ja, die mag die Insel heißen. So, einmal das. Dann weiß ich nicht, warum wir hier so wenig... Ah, ich habe ja keine Signale mehr. Weil Eisenplatten und so, ne? So, perfekt. Also, ach, hier fehlen die Signale nicht, sondern... Also, die wurden nur vergessen, hier, die Dinger. Okay, praktisch. Dahin. So. Dann kann der Zug nämlich da langfahren. Dann können wir hier... Einmal perfekt hier hin. Und damit ich näher am Bahnhof, damit ich näher hier dran bin, setzen wir den Bahnhof einfach hier hin, statt hier oben hin. Boah, hier scheiße, ist auch so ein Lied mit Ohrwurm-Charakter. Eine Insel mit zwei Bergen. Ach, ich habe noch gar nicht fertig mit dem Erzählen. Hier. Und zwar folgendermaßen, ganz früher in den ersten Staffeln von Factorio habe ich immer die Untergrundpumpen, Untergrundrohre immer Tunnels genannt, weil ich es nicht gebacken bekommen habe. Nobody's perfect. Ja. Body. Ja, ja, I'm nobody. Ja, ja. So, wir arbeiten am besten mit Silos. Mag ich mehr. Die Tees ist zwar... Hättest du gerne Rubite? Irgendwie keinen Erz zu Rubite. Nee, weil die Abnahmebahnhöfe noch versetzt werden müssen. Kann ich aber erst machen, wenn ich die Crusher richtig gesetzt habe. Schick's mal an. Wo soll ich dir ein Warenhaus setzen? Nirgends. Oder zwei oder drei. Nirgends, oder nirgends. Das geht gerade gar nicht. Dann, also nicht in der Nähe der Erzanlage, weil wenn die... Hast du ein bisschen überhalb gebaut, okay? Bisschen überhalb. Ja, da ist in Ordnung. Da muss ich nichts verschieben. So. Silo. Warte, wir nehmen... Nee, macht eh keinen Sinn. So. Eins, zwei. Jetzt müssen wir gucken. Können wir direkt die anschließen? Dann brauchen wir das nicht mehr. Dann können wir die hier dahin bringen. Dann brauchen wir die nicht mehr. Und die können wir deutlich weiter rausbringen. Sehr gut. So läuft das hier. Das finde ich schön. Ich weiß, das ist eine Tunnelverschwendung. Und komm, ganz ehrlich, das geht nicht. Komm. Bei solchen kurzen Distanzen Tunnel zu nehmen, ist eigentlich schon ziemlich dämlich. Auch wenn wir hier wirklich Ressourcen ohne Ende haben. Aber irgendwo finde ich es bescheuert. Müsste ich theoretisch hier sogar auch noch. Ja, nicht theoretisch, wir machen's. So, ich möchte es ja auch noch ein bisschen laufen sehen, ne? Okay, dann gucken wir mal, dass wir Sauerstoff kriegen. Das Blöde ist, ich kann den Zug nicht erweitern, sonst verbinde ich die Dinger hier. Das ist ein bisschen dämlich, aber... Wir warten einfach, bis er losfährt. Und hängen jetzt das dran. Können wir auch hier machen. Dann müssen wir den wieder auf Automatik schicken. Das gleiche machen wir hier. So. Und das gleiche machen wir hier. Und schon passt alles. Oh, wunderbar. Da kommt jetzt Sauerstoff ohne Ende. Das wird aber echt heftig für die Anlage hier werden, glaube ich. Wo ist sie denn nochmal? Die ist hier. Was haben wir denn an Reserve Sauerstoff? Ja, die Tanks sind logischerweise voll, war ja kaum einer da. Aber wir beobachten das Ganze mal.
Aber der Weg ist jetzt nicht so weit dahin. Also die sind flott. Die Überlegung schon fast, brauchen wir überhaupt 3 Sauerstoffzüge? Macht das Sinn? Brummi? Ja. Wir müssen an der Schwefelabnahme was ändern. Weißt du, wo ich meine? Wo dein Schwefel hergestellt wird? Ja, klar. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Nee. Du musst eigentlich nur eben für 3 Waggons das Ding ausbauen, den Bahnhof. Ja, kann ich machen. Ja. Weil ich brauche jetzt. Ich verarbeite jetzt gleich die dreifache Menge, hoffe ich doch. So, dann brauchen wir hier den Bahnhof Schwefelfeststoff an. Jawohl. Den können wir hier direkt übertragen. Damit hier nicht sinnlos mehr Sauerstoff hochgetransportiert wird. Hochgetransportiert ist auch gutes Deutsch. Ja, ich weiß. Ich habe heute ein bisschen Sprachprobleme. Also schneller. Heute? Ja, das war so klar, Cody. Schneller kriege ich die Geschichte hier gerade nicht. Wenn, dann muss ich es mal umbauen. Was denn? Wo denn? Ich habe jetzt überall 8er-Module reingeklatscht. Was machst du denn? Bei. Achso, Saline Water? Ja. Ja, vielleicht sollten wir hier noch die Belader austauschen, damit das Matt oder wie auch immer das Zeug heißt, da besser abläuft. Oh, Moment, da ist ein Dingensalat. Ja, okay. So, wie viele Züge sind es? Ach, es sind 3 Züge. Die Festschwefel. Die Schwefelfeststoff bringen? Echt jetzt? 3? Ach nee, da gibt es doch diesen Flurfeststoff. Der darf hier nicht her. Doch, muss er doch. Nein, ach Brummi. Ich habe doch eine ganz andere Anlage jetzt gebaut. Ach so. Wie verhindere ich das? Indem ich am besten einfach mal einen. Ich brauche es im Endeffekt weiter unten an der nächsten Anlage. Dann werden wir hier einfach mal kurz einen Parkbahnhof hinsetzen. Ja, hoppla. Bevor er kommt. Der ist leer. Warum kommt denn hier ein leerer Feststoffzug an? Halt, wobei, ich brauche ihn. Stopp. Oh, perfekt. Und dann brauchen wir den, wie heißt der Bahnhof hier? Der heißt Tesla Era Comet. Okay. Flurfeststoff ab. Was ist denn das für ein Bahnhof? Nee, das ist die Wasserverarbeitung. Was ist denn das hier? Crystallizer Flurfeststoff ab. Ach ja, ich erinnere mich. Alles klar. Was war es? Tesla, ne? Genau. So, Inventar voll, ist ja wurscht. Das kann raus. Und der da. Tesla, Inventar voll. So, erstaunlich. Werden die noch befüllt? 3,3. Ja gut, ist gerade wenig Abwasser unterwegs. Fluorid liegt auch daran, dass Fluorid, glaube ich, nur durch Geolith entsteht, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und da ist gerade tote Hose, weil das Warenhaus leer ist. Wir müssen, ja, ist halt offline, ne? Vielleicht gehen wir da auch gleich noch hin. Vielleicht. Bisschen Semi-Offline-Arbeit. So, der da hier hat MK3-Waggons. Okay, ich sollte unbedingt mal MK3-Waggons produzieren lassen. Das geht mir langsam echt auf den Keks. Dann kümmern wir uns jetzt mal darum eben kurz. Ich glaube, Erz an hieß der Bahnhof an für Anlieferung. Das ist der beste Weg. So. Gib ihm einmal. In der Hoffnung, es ist ein MK3-Zug. Ja, Gott sei Dank. Bin gespannt, wie lange die Reserve da oben reicht.
im Endeffekt, 51.000, 40.000, 58.000, 18.000. Ja, ich glaube, die Reserve reicht eine Weile hier oben. Gut, natürlich gibt es jetzt hier ein bisschen Sauerstoffproblem, das ist klar. Heute gibt es eine Menge Erinnerungen. Ja, was kommt jetzt? Dann ja, das hat mich gerade an sinnlosen Blech erinnert. Ja. Ja! Einfach toll. Der unendliche Weltraum. Viele Stunden endloser Langeweile. Da kommt auch einer meiner Lieblingssätze her. Welcher denn? Kaffee? Heißer Wasser? Ja, ich habe morgen Kaffee getrunken und ein schönes Ei gegessen. Und Apfel. Ich finde am besten eigentlich immer noch, gleich klatscht es, Junge. Kein Beifall. oder geh kacken, Junge. Ja, gut, das ist also Standard. Oh, nee. Einer der besten ist ja immer noch schöne, heiße, schwarze Kaffee, Junge. Mhm. Huch. So. Ich lasse jetzt auch MK3 Güterwaggone produzieren. Ich weiß nicht, kennt ihr davon diesen Klingonentest? Klingonentest? Ja, da haben sie mal so einen Synchrotest gemacht mit einem Klingonen. Aha. Und haben dann ganz einfach so, ich glaube, Gauron irgendwie gehabt. Der hat Fragen gestellt bekommen und der hat die dann beantwortet. Und auf die eine Frage sagt er einfach nur so, Moonboots. Das ist so total bescheuert. Okay. Gesehen? Mal angucken, YouTube. Da postet doch bestimmt bald einer einen Link. Ich kenn doch meine Leute da draußen. So. Wir stellen das noch eben schnell ein. Cargo-Becken. 18 reichen da eigentlich, sonst habe ich mal so viel im Inventar. Und hier, das ändern wir auf Flutbeckens 10. Dann übertrage ich das jetzt mal eben kurz. Dann ist es einfacher zum Umstellen. Dann müssen wir nämlich die Zahlen nicht mehr umstellen und sind hier gleich in der richtigen Menüleiste. So. Immer dran denken, richtig einstellen. Sonst habt ihr eine Überproduktion bald und dann sind die ganzen Kisten hier voll. Das will keiner. Zweier. Hoffe ich doch, oder? Ich zufällig ja. Nochmal so ein paar große Roboter-Charger einstecken? Die MK3? Achso, die Charger, nicht die... Die Neunfelder-Dinger. Sorry. Da wollte ich auch irgendwann mal eine provisorische Produktion bauen. So, was fehlt dir? Dir fehlt Eisen. Kriegst du kein Eisen hier rein? Nee, da wird kein Eisen angeliefert. Alles klar, dann ja, kein Problem. Eisen. Oh. 500, so, passt. Du hast alles, sehr schön. Und du hast auch alles. Dir fehlen einfach nur die MK-Dinger. Sehr gut. Dann können wir hier erstmal das wegnehmen. Und das auch wegnehmen. So. Mir fehlt Stahl. Okay. Ich will mich noch was machen eben. Und zwar, uns interessiert ja eigentlich nur die Endproduktion. Und zwar die MK3-Produktion. Deswegen machen wir auch hier wieder eine passive Pufferkiste. So wie wir das auch hier gemacht haben. Lassen wir das hier einfach anliefern. Jetzt gucke ich gerade mal. Es dauert ganz schön lange hier. Bis hier mal was passiert. Also es sind genug da, aber wahrscheinlich dauern einfach die Drohnen hier ewig. Achso, wir sollten natürlich die Dinger hier auch einstellen. Nee. Cargo MK halt. Nein, Cargo MK 1. Und du brauchst natürlich Cargo MK 2. So, jetzt Hitler. Ja, da kommen schon die ersten Waggons. Na, also geht doch. Geht doch. Ich warte noch kurz eben, bis ich genug habe. Ich brauche ja ein paar. Ja, 5 reichen, sehr schön. Gut. So, die Silos füllen sich gerade. Die Silos füllen sich gerade? Welche Silos? Die Schwefel. Du wolltest doch einen Dreier-Bahnhof. Abholung für den Schwefelfeststoff.
Ich frage mich gerade, welchen Bahnhof du erwartest. Na, den doch nicht. Hä? Dir ist bewusst, dass du aus Abwasser Schwefel machst, ne? Ach, da wolltest du mit Dreier. Okay. Ja, da bringt's mir nichts. Wenn ich von dir da unten hole, dann verstopfe ich doch irgendwann mal mein Abwasser. Dann haben wir da oben Schwefel ohne Ende, das wird nicht genutzt. Deine Anlage ist ja nur da, wenn zu wenig Schwefel da ist, dass ich da hole. Ja, jetzt ist das auch eine Dreier. Apropos Schwefel. Schwefelsäure ab. Nee, oh, wie hieß denn der Bahnhof nochmal? Das war Schwefelfeststoff an. Das klingt gut. Probieren wir's. Mal gucken, wo wir landen. Ah, währenddessen kann man ja mal immer wieder erwähnen, Nation42.de. Hust! Da gibt es ein schönes Forum. Da werden all eure Fragen und Wünsche und Sorgen beantwortet. Zumindest wird das versucht. Alle? Alle, wirklich alle. Aber echt extra Schichten einlegen. Naja. Ui. Oder sollen wir da etwa auch noch antworten? Natürlich. Okay. Hier meine Kontonummer. Die hab ich doch schon längst. So. Oh, da staut sich's auch. Da wollte ich immer gucken. Irgendwas. Ach so, weil, ja, weil wir keine Säure haben. Deswegen staut sich's da oben. Die Anlage ist ja komplett abhängig von Sulfuric Acid. Weil diese Anlage ist nicht von Sulfuric Acid. Die ist von Crystal Slurry abhängig. Und Crystal Slurry ist natürlich wieder von Sulfuric Acid abhängig. Von dem her, das ist immer so ein Teufelskreis. Okay, so, dich Crystal brauche ich Meth nicht. abhängig ist. Ja, Crystal Methero. So. Pack. Dann können wir den Abwasserverarbeitung. Ja, das passt. Da schicken wir ihn hin. Ist es ein MK2-Zug? 3-Zug, jawohl. So, der möchte natürlich hier raus. Da könnte man dann schon fast da anschließen, ne? Also, ich mache das jetzt dann mal nur provisorisch, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Das wird nicht die Dauerlösung sein. So. Bei der Erzanlage auch gedacht. Hey. Bei der Schmelze. Hat Ah, jemand okay. Ultimate Stapelgreifer im Inventar? Die werden gerade nicht produziert und ich bräuchte gerade welche. Stapelgreifer. Ultimate. Ich habe nur Ultimate die. Stapelgreifer. Ich habe nur die normalen. Wo ist er denn, der Brummen? Oben beim Schwefel. So, passt das alles? Sind die alle richtig rum? Richtig rum, richtig Danke. rum, richtig rum, richtig Bitte, rum, wieso werden richtig die rum, nicht richtig produziert? Ich rum. brauche hier auch. So. Da kommen irgendwie keine Schaltkreise in die Fabrik. Warum auch immer. Keine Schaltkreise? Welche? Wahrscheinlich ist es die Schaltkreise, War oder? Also das von auf jeden Fall vier? ist die Kiste leer. Ja, warum verhält? Oben Da haben ist ja auch wir. nichts verändert worden eigentlich. Eigentlich. Oh, stimmt, da oben. Ja, Klick. Ja, Was fehlt denn hier? Da es war ja fehlt ein das Doppelklick. hier. Ja, ein Doppelklick. da fehlen die weißen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Die erweiterten Schaltkreise. Nein, nein, Dann, die Vorproduktion fehlt von den das in weißen. das rote Silo da rein. Die weißen Platten fehlen. Die mit den Löchern werden nicht mehr produziert. Und zwar, Weil keine weil. mehr im Silo, im Hauptsilo sind, weil das Band, was die Dinger darunter bringt, leer ist. Das heißt, es werden keine mehr produziert und keine mehr produziert werden, weil. Ja, genau das hab ich Weil. gerade festgestellt, Cody. Weil Tin fehlt. Es sind keine Tinplatten mehr da. Wieso haben wir keinen Tinplattenzug? Ja, weil der doch Ach andere so, gebackt hat. Das war doch der Penner, der verstopft war. Dann Wie geil. habe ich voll vergessen. Ich pack mal ein bisschen Tin von Hand rein. Ich muss mal nur mein Inventar leeren. Dann ziehe ich das mal kurz leer da oben. Wie viel ist denn da? Was, das sind doch die. Was? Was, das sind doch die Rollen drin, habe ich.
Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Aber ich habe hier so eine Eisenkiste. Oh, toll, da sind gerade mal 200 drin. Okay, da brauche ich es nicht rausholen. Ist das die einzigste Kiste? Okay, das macht auch wenig Sinn. Ach, scheiße, dann ziehe ich halt einfach hier raus. Und hey, ich habe nur eine Rolle bekommen. Ha! Sonst nur Tinplatten. Oh, das war, glaube ich, hier, ne? Ja, gut, dann einmal unseren Trick. Einmal loslassen und es macht flupp. Und 25.000 Tinplatten sind da drin. Die sollten eine Weile wieder reichen, glaube ich. Und das Schöne ist, dass die gute Schmelze dann mal wieder arbeiten kann und hier das zu viel gewordene Tin mal verarbeiten kann. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, schön. Okay, weiter geht's. Ich will überlegen. Dadurch, dass wir jetzt hier weniger Leistung haben in dieser Anlage. Oh, ein bisschen arbeitet sie noch, wie man sieht. Also ab und zu wird hier Schwefel verbraucht, die hinteren wohl eher weniger. Nein, genau die Anlagen. Oh, was habe ich denn schon wieder? Warum habe ich zu viel? Warum? Komm. Weg. Alles weg. Das sind auch echt zu viele Rohre hier einfach. So. So meinte ich. So. Ah, so geht's auch. Oh, cool, wusste ich nicht. Man kann mit dem Geistermodus-Trick, um Sachen abzureißen, auch Gegenstände aufheben. Okay. Habe ich gerade festgestellt. Kannst du die am Boden liegen, oder was? Ja. Genau die. Finde ich gar nicht mal so unpraktisch. So, okay, dann. So, jetzt können deine Dreierzüge auch hier ihren Schwefel abholen. Ja, da ist ja eh genug ohne Ende. Alles klar, sehr schön. Da müsste auch bald einer. Der ist schon wieder zurückgefahren. Oh ja, ich sehe gerade, ich krieg gerade Schwefel. Schön. Wird es denn auch verarbeitet? Nee, weil Sauerstoff fehlt. Oh, hier fehlen ja Tunnel, sehe ich gerade. Okay. Okay, die Anlage läuft. Fehlen hier auch Tunnel noch? Ah, die haben schon produziert, alles klar. Hier drüben fehlen wahrscheinlich auch noch die Tunnel. Upp, und alles andere. Oh, jetzt gehen mir auch die Greifer aus. Das ist hässlich. Hat's gar keine gerade, ne? Oder? Oh doch, 17 Stück. Yay! Sehr gut. Gut, jetzt müssen wir uns überlegen. Wir haben jetzt eine ziemlich leistungsstarke Anlage hier. Wir erweitern erstmal den Strom. So, ich glaube, das geht schneller. Muss nur gucken. So, perfekt. Dann überlegen wir mal. Die Anlage hier. Ich will auf jeden Fall. Wie machen wir es? Ich meine, hier hatten wir 4 Tanks. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben ja so schon 3 Tanks, so gesehen. Wir werden auf jeden Fall einen größeren Abstand machen, dass wir hier noch Anlagen setzen können. Brauche eh wieder. Ich hoffe, das sind noch welche da. Was geht hier schon wieder ab? Heilige Makrele. Ach, das Ru. Oh, Gottes Willen. Ja, okay. Ach, Cody. Ich sehe gerade nur die Drohnen, die da oben rumwuseln. So, wie kriege ich jetzt. Wie komme ich jetzt an diese scheiß Dinger? Ah, indem ich sie einfach anfordere. Ja, macht Sinn. Nee, macht keinen Sinn, weil ich. Ja! Moment, dann machen wir das anders. Wir stellen das ein. Wir kopieren. Müssen wir wieder tricksen ohne Ende. Das ist immer so. Oder ich habe sie hier. Warte mal, das kann auch sein. Baue ich es hier? Ja, wir bauen es hier. Aber hier ist keine Kiste und keine Anforderung. Und was?
Was ist denn hier kaputt? Alles. Alles. Einfach alles. Muss ich das verstehen? So. Nein. Wir müssen nur die Kiste hier begrenzen. Ey, nein. Blöder Rechtsklick, hör auf. So können wir natürlich auch Kisten begrenzen ohne Schaltung. Ist deutlich einfacher von Distanz gesehen. Ich hoffe, es funktioniert. Klick. So. Der Rest wird dann irgendwann gebaut. Das ist in Ordnung. Den können wir da abreißen. Dann reiße ich den auch mal eben ab. Wir können ja schon mal hier weitermachen, indem wir hier das Zeug schon mal reinpumpen lassen. So, dann läuft immerhin eine Anlage schon mal, die uns das Zeug hier verbraucht. Währenddessen der Zug da hinten wahrscheinlich Brummi leer saugt. So einigermaßen zumindest. Jetzt, was ich mich jetzt gerade frage, ist, wo ist der zweite Zug? Der... Das ist ja noch ein Flurfeststoff ab. Ach so, nee, das ist der. Ah. Beim anderen habe ich nur... Stimmt, da habe ich den Bahnhof gelöscht, während wir ihn hier drin gelassen haben. Okay, dann können wir den Bahnhof hier eigentlich rausnehmen. Flurfeststoff. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. So. Nicht, dass wir hier verstopfen. Das kann natürlich auch passieren. Okay. Gucken wir uns mal eben an, was wir brauchen. Also, wir brauchen Wasser. Das heißt, wir brauchen einen neuen Bahnhof. Wir brauchen einen zweiten Bahnhof für die Abnahme für Sulfuric Acid. Das ist auch klar. Und wir brauchen die Sulfuric Dioxide Gasanbindung. Okay, das heißt, wir haben wieder zwei Inputs, ein Output. Gucken wir doch gerade nochmal in unsere Anlagen, die wir hier eh schon haben. Haben wir sowas schon mal hier? Im Endeffekt da nicht. Gut, okay, und das sind völlig andere Anlagen. Da brauchen wir an dem Konzept nicht halten. Aber wir haben ja hier drüben noch ein paar Anlagen, die ja auch nichts anderes machen. Das sind halt Electrolyzer. Hier zum Beispiel, was haben wir hier? Hier brauchen wir nur ein Gas und einen Feststoff. Bringt uns nichts. Hier auch nur ein Gas und ein Output. Bringt uns also auch nichts. Schade. Können wir hier von den Anlagen her... Ich bin faul gerade. Ja, hier. Passt mal auf. Hier ist zwar der Input 1 und Output 2, aber im Endeffekt ist das das Gleiche. Wir müssen es nur drehen. Wenn wir das hier uns nehmen, können wir hier unsere Säure rauslassen und hier dementsprechend reinlassen. Entweder nehmen wir das Konzept. Sonst haben wir, glaube ich, kein Konzept da. Können wir mal gucken, was Promi für Konzepte hat. Ein Input, ein Output. So gesehen sehe ich spontan nichts. Von dem her, komm, das nehmen wir. Wir können es ja noch anpassen. Sobald ich sie da finde. Wo war es denn jetzt? Oh Gott. Es ist langsam zu viel an Anlagen. So. Im Endeffekt einmal hier drüber ziehen. Das brauchen wir nicht. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Nee, wir machen es anders. Passt mal auf. Wir machen das anders. Symmetrisch aufzubauen wird schwer. Mit den Chemical Plants. Vor allem brauche ich mal wieder ein paar. Ich möchte aber die... Wir können ja hier mal ein paar abreißen. Die produzieren eh nichts mehr. Und ich höre schon, wie sie gesetzen. Hört auf! Lasst mir wenigstens ein paar übrig, sonst kann ich nicht bauen. Ihr Drecksdrohnen. So, ich würde sagen, wir machen hier kurz... Immer so gemein zu den Drohnen. Doch, ich bin gemein. Böse und gemein und klein. In diesem Sinne, wir machen einen kleinen Cut zum Thema gemein und sind gleich wieder da. Tschüss. Ciao. Tschüss.